Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Hunter Craft Wild. Heute jagen wir Rotische aufs Tierwarrohr und am Ende werde ich auch eine kleine Karte einblenden, wo ihr die Rotische finden könnt. Ich würde sagen, wir gehen auch zum ersten Spot. Okay, hier haben wir ein 7er, ein 4er und ein 5er kommt hinten auch noch. Okay. Hier haben wir einen fetten Pipe. Ich würde sagen, wir nehmen mal. Passt. Hat gepasst. Gut. Deswegen wir nehmen die ein paar von denen noch. Und dann schauen wir. Hat der gepasst? Ja, der hat gepasst. Da hinten sollte nicht noch ein Herde sein. Das ist ein 7er. Und hier ist ein 9er. Dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde sagen, wir schießen den 9er am Ende des Videos. Also wenn ihr bis da dran bleibt, könnt ihr sehen, was er scored. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den 7er. Hier sollte irgendwo dieser große 7er Pipelt liegen. Also ich hatte lange keinen gescheckten mehr. Ich hatte mal viel Dias, aber nie gescheckten. Also, hier ist eine Spur. Und da vorne liegt er auch schon. Was ein Traumtier, echt. Oh mein Gott. Wunderschönes Tier. Ein goldener Gescheckter. Wunderschön. Schaffen wir auf jeden Fall aus. Also, der ist echt schön. Dann, wir gehen mal den 7er aufsammeln. Hier ist noch ein 6er. Den nehme ich auch mit. Jetzt geht er los. Warte. Muss er sich noch einmal drehen? Der war daneben. Egal, hier ist der Anschuss von einem Hirsch. Dann befolgen wir mal. Da oben liegt der erste. Und da vorne liegt der größere Siemer. Der hat gepasst. Und da ist auch noch der Siemer, den ich angeschossen hatte. Der liegt auch. Passt. Ich würde sagen, wir gehen den mal aufsammeln. Der hat in den Lungenflügel reingepasst. Und dann gehen wir noch mal den aufsammeln. Und dann gehen wir jetzt auch schon zum nächsten Leg. Da liegt er. Schuss hat gepasst. Doch gerettet am Ende. Hier haben wir den nächsten Hirsch. Und hier ist auch noch einer. Zwei sogar. Gepasst. Und der hat auch gepasst. Drei hier schon liegen. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt gehen wir noch zur anderen Seite, weil auf der anderen Seite, wo ich gerade bin, sind auch noch Hirsche. Hier der erste. Hier der zweite. Und da hinten liegt da schon der dritte und letzte. Hat gepasst. Und hier sind auch wieder extremst viele Hirsche. Also hier war immer extrem viel los. 1, 2, 3, 4, 5 Hirsche. Also der Spot war echt immer Traumspot. Dann wir gehen aufs Tripod und hier können wir auch schon gut schießen. Ich sage, wir nehmen mal die drei, probieren wir. Hat er gepasst? Keine Ahnung. Ich schleiche mich gerade schon beim nächsten Spot an. Hier habe ich mal einige Hirsche. Die sind nämlich da schon die ersten. Weil hier sind wir bei dem Spot hier. Echt ein mega Spot. Es sind echt viele Hirsche immer. Ich würde sagen, wir sehen uns, weil ich schießen kann. Hier haben wir auch schon einen Spot. Hier sind 1, 2, 3, 5 Hirsche, glaube ich sogar. Hier ist der erste. Und hat der auch gepasst? Ich glaube nicht. Ist auch egal. Beide werden fallen. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt mal den auf. Der liegt gleich da vorne. Und dann werden wir mit dem Hund mal die anderen aufverfolgen. Hier liegt er.
Gepasst, ich sage, wir folgen die anderen. Hier liegt der erste. Der hat gepasst. Sagen hier, ja. Nicht ganz gut, aber hier liegt noch ein Schuss, also noch eine Spur. Ich sage, die verfolgen wir mal selber. Sollte auch da drüben auch gleich liegen, also auch kein großes Problem. Da liegt sie auch schon, also hat gepasst alles. Da kann man sie nicht aufsammeln, jetzt kann man sie aufsammeln hier. Hat auch gepasst. Also ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spot. Hier haben wir schon noch die nächsten Hirsche. Hier war einer, ja, den nehmen wir mal. Der liegt. Und hier war auch noch einer, also. Den nehmen wir auch mal. Schuss sollte er nicht auch gepasst haben. Da liegt der Typ auch schon. Der Schuss hat gepasst. Ich würde sagen, wir gehen noch einen anderen aufsammeln. Da liegt er auch schon, also. Schuss war zu hoch oben. Ich würde sagen, wir gehen noch jetzt zum nächsten Lake. Okay, hier haben wir jetzt schon einige Hirsche. Zwei Achter sogar. Also die sind echt nicht schlecht. Und hinten ist auch noch eine Herde. Die ist noch nicht reingerendet. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Achter. Und den Achter. Sollte gepasst haben, mal nicht. Dann gehen wir aufsammeln. Hier hinten habe ich gerade noch einen Rothirsch rein können. Ja, da ist er auch schon. Also ich denke, der liegt auch. Da oben müsste eigentlich irgendwo der Achter liegen. Da vorne liegt er auch schon. Und hier. Schuss war ein bisschen hoch, aber ist ja egal. Da liegt auch schon der Hirsch. Schuss war ein bisschen sehr hoch. Wenn wir sagen, wir holen den einen noch mal ab. Und dann gehen wir auch mal, glaube ich, zum Dia. Da vorne treibt er auch schon. Also der Schuss hat schon nicht gepasst. Weißt du? Ja, hat gepasst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Dia und schauen, was er scored. Da vorne sollte er auch schon sein. Da ist er. Jetzt steht er gut. Hat gepasst. Ich würde sagen, hier liegt er. Schuss war gut. Der ist schon gigantisch. Mal schauen, was er scored. 266,16. Echt ein Riesendrum. Kein schlechter Hirsch. Also, der war echt nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz einen Spot abschauen, weil dort, glaube ich, weiß ich auch noch, dass dort ein gescheckter kleiner Hirsch steht. Und dann werde ich auch noch mal die Karte anzeigen, wo die Hirsche über sind. Also, der hat gefasst. Hier haben wir auch schon den zweiten Peipelt. Oh, und hier ist noch ein großer. Noch ein großer Neuner. Sagen wir, nehmen mal den Peipelt. Und den Neuner. Gut, kommen wir nach vorne. Der hat gepasst. Der sollte ja nicht auch gepasst haben. Sollte gepasst haben. Ja, hat gepasst. Fast beide liegen. Ich würde sagen, wir gehen aufsammeln. Und ich würde sagen, der Peipelt und der große ist auch, sind zwei so richtig schöne Trophäen für die Lodge. Also ich würde sagen, die passen schon mal. Hier liegt auch schon der große Dia. Mal schauen, was das scored. 2,59 Max Weight. Oh mein Gott, der ist echt richtig fett. Ich hatte noch nie so einen kleinen, großen Big Rack. Aber er ist Max Weight. Das ist echt eine besondere Trophäe. Also ich glaube, es ist mein erster 2,59er Store. Und auch, ich hätte auch keinen 2,58er und noch keinen 2,60er, glaube ich. Zumindest. Und hier ist das sogar Max Weight. Also das ist echt schon besonders. Schuss hat super gepasst. Also da war echt nicht zu meckern. Und wie viel wiegt er? Mit 11,12 2 Kilo. Also nicht schlecht. Ich sage, jetzt holen wir noch den Peipelt. Hier haben wir den Peipelt. Ist auch kein schlechter. Mit dem zweiten Schuss habe ich den gerettet. Also hat noch gepasst. Also nicht schlimm. Ich würde sagen, jetzt blende ich noch die Hotspot-Map ein und dann war es dann mit dem Video auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und hier ist, kommt auch gleich das nächste Video, was ihr draufdrücken könnt. Eine Drückjagd auf Fischwelden. Falls euch das interessiert, könnt ihr draufdrücken. Und ich würde sagen, ciao, Leute.